Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diesen Talk heute mit Adam Bean, Web für Java-Entwicklung. Wir haben ja bereits vor etwa 3 Jahren für die Java User Group versucht, Adam Bean in die Schweiz zu holen, und er wollte dann einen Online-Vortrag halten. Dabei waren wir noch nicht so weit, und jetzt durch Corona sind wir so weit und das hat tatsächlich geklappt. Vielen Dank schon mal. Auch danke für unsere Sponsoren. Ohne diese Sponsoren können wir unsere Talks nicht durchführen. Vielen Dank auch dafür. Dann eine kurze Einleitung zum diesem Bigmaster Tool. Wir haben da einerseits die Chat-Funktionalitäten, wo ihr als Teilnehmer untereinander euch begrüßen und kommunizieren könnt. Auf der anderen Seite gibt es das Fragen-Tab. Da könnt ihr Fragen stellen. Mit Adam haben wir jetzt abgesprochen, dass, falls Fragen da kommen, werde ich die laufend Adam weitergeben, und er wird sie dann auch gleich interaktiv beantworten, sodass wir das Ganze interaktiv gestalten können. Dann, wie immer, haben wir etwa 10 bis 15 Sekunden Verzögerung zwischen uns und was ihr hört. Somit kommen eure Fragen dann auch erst etwa 15 Sekunden später bei uns an, und wir werden sie dann auch erst beantworten. Dann am Schluss haben wir noch den Big Mark, werdet ihr weitergeleitet auf das Feedback-Formular, wo wir euch bitten möchten, uns zum Talk, zum Adam Feedback zu geben, sodass wir uns ständig verbessern können. Dann kurz zu Adam Bean. Ich glaube, ich muss nicht viel zu ihm sagen, er ist so bekannt, und ich freue mich wirklich, dass wir ihn hier haben, und übergebe gleich an ihn weiter. Kann ich loslegen oder willst du noch was sagen? Ja, nein, nein. Okay, bin ich sichtbar on air? Dann geht's los. Ja, wir sehen dich. Cool. So, hallo. Wie Dominik schon sagte, bitte Fragen stellen. Das ist Java User Group Vortrag, und aus meiner Sicht, Java User Group sollte immer Spaß bedeuten. Also auch wenn jetzt zu viele, es sind nie zu viele Fragen, und mich freut wirklich, weil ihr werdet gleich sehen, ich habe nicht zu viele Slides. Und wenn keiner eine Frage stellt, dann mache ich, was ich möchte, und werde ich irgendwas bauen, was ich schon gebaut habe. Und mit Fragen ist es ein bisschen spannender. Okay, warum dieses komische Thema? Und der Grund ist, seit Jahren mache ich eigentlich Backend, und mehr oder weniger Backend sind gelöst. Also die Projekte werden immer schlanker, immer produktiver, immer schneller. Und die Kunden haben immer wieder Fragen gestellt, okay, aber was machen wir im Frontend? Sollen wir jetzt irgendwie JSF nehmen, Struts, Angular oder was auch immer? Und in meinen Projekten, die Entwickler, und dazu zählen große Projekte, Enterprise-Projekte, als auch kleinere Startups, die Entwickler haben ungefähr so gedacht wie ich, also keine Abhängigkeit, klein, einmal irgendwie deployen, nie migrieren. Und die Frage war, okay, gibt es so etwas im Frontend? Das Problem war, ja, in JavaScript ist es ein bisschen verrückter als in Java. Also je mehr Frameworks man sich anschaut, desto höher Wahrscheinlichkeit ist es, dass eins davon stirbt demnächst. Und wir sagen, okay, wie wäre es, wenn wir uns eigentlich so verhalten wie im Backend? Also keine Abhängigkeiten, nur API verwenden, sonst gar nichts. Und darüber möchte ich heute reden. Das ist das, was ich eigentlich mache jetzt gerade. Und also gerade, ich würde mal sagen, so 30% meiner Zeit, 40% meiner Zeit ist eigentlich Frontend. Und was ich so euch zeige, ist gerade das, was ich in Projekten mache. Und große Firmen kommen auf mich zu und wir löschen Frameworks. Genau das, was wir seit 10 Jahren im Backend gemacht haben, Frameworks gelöscht, jetzt löschen wir eigentlich Frameworks im Frontend. Okay, Fragen, auch ketzerische oder was auch immer, bitte stellen. Ich bin ja Freiberufler, ich habe nichts gegen Frameworks oder auch für oder gegen, völlig egal. Und ja, genau, also es sollte eigentlich möglichst realistisch der Vortrag sein. Momentan haben wir noch keine Frage. Sehr gut. Oder sehr schlecht eigentlich, ja. So, I never worked. So, ich habe Java angefangen, kurz zu meiner Person zu, ich glaube, so, ich bin Freiberufler, weiß ich sicher, 1997. Davor habe ich Java auf jeden Fall schon gemacht, und ich habe mit Oak angefangen, bevor das Java hieß, und davor habe ich C++ gemacht, und ich konnte C++ so gut, also so gut, ich meine, von der, damit man sich das ungefähr vorstellt, ist, ich habe sehr gemocht Operator Overloading, C-in, C-out und Include-H. Also das hat mir Spaß gemacht. Und so gut eigentlich konnte es nicht, aber keine, ja, Projekterfahrung ein wenig, aber nicht sehr viel, so viel, ich habe nie so viel gemacht wie in Java. So, und dann kam Java,
und mit Java Web-Applets gemacht, auch JavaScript. Und ich habe jahrelang geschämt, dass ich eigentlich JavaScript kann. Also früher, ich weiß nicht jetzt, was das Durchschnittsalter so bei euch ist, aber jüngere Entwickler, JavaScript ist cool bei uns. Java-Entwickler, ich weiß nicht, Dominik, ob wie das bei dir war und bei den anderen. Wenn du zugegeben hast, dass du JavaScript machst, die Leute haben gedacht, du bist verrückt. Also irgendwie du hast nichts drauf, du verstehst echte Programmiersprachen nicht und du bist gezwungen, JavaScript zu machen. Also vom Ruf her, JavaScript früher war schlimmer als Visual Basic Script, würde ich sagen, ja. Jetzt ist beides cool. Visual Basic ist cool und JavaScript auch, aber damals war das nicht so. Und deswegen habe ich eigentlich nie erwähnt, dass ich JavaScript mache und ich habe eigentlich JavaScript mit LiveScript angefangen, dann wurde es in JavaScript umbenannt. Wobei, was ich am Anfang gemacht habe, war eher lächerlich. Irgendwelche CSS war noch nicht so mächtig und Mouse-Buttons und einfach so ein bisschen Dynamic HTML heißt es früher. Okay. Und jetzt erinnert so ein bisschen an JavaScript und ich habe JavaScript jahrelang gehasst. Also könnt ihr mal auch, weiß nicht, ob ich da jemals sowas erwähnt habe, aber bestimmt irgendwo in YouTube. Und aber seit 2015, seit ungefähr fünf Jahren, JavaScript sieht wie Java aus. Und das Coole ist, wenn jemand Java-Know-how hat, kann sehr schnell JavaScript lernen. Und die Erfahrung habe ich jetzt oft gemacht. Also ihr besonders gute Erfahrung mit Swing-Entwicklern, JavaFX-Entwicklern, Java-Entwicklern, die überhaupt keine Ahnung haben von jQuery und JavaScript, die ihr das gehasst haben, die bauen jetzt wirklich coole Web-Apps. Und das wollte ich mal zeigen, was wir gemacht haben oder was ich denen gezeigt habe. Und wenn jemand sagt, okay, das geht gar nicht oder bitte sofort unterbrechen, melden. Wie gesagt, sollte Spaß sein. Okay, ich habe Blog, das ist mein persönlicher Notepad. Warum erwähne ich das mit dem Notepad? Weil ich kriege jetzt wöchentlich irgendwie Anfragen, Werbung oder Guest-Posts. War so ein Guest-Post und meine Antwort ist immer, das ist mein Notizbuch, keine Guest-Posts, das sind nur meine Posts. Ein bisschen kommerzieller ist das eHex.io, das sind Offline-Kurse, also On-Demand-Kurse, nicht so wie jetzt, sondern pre-recorded. Und eine davon ist auch Web Components with Redux. Ja, Hex Live, in 2 Wochen, wenn ihr Lust habt, mal sowas wie heute nur den ganzen Tag. Also wir bauen gemeinsam eine App, bisschen seriöser mit Input Validation, Redux und so weiter. Und Unidirectional Data Flow, aber ohne Frameworks. Und Podcast, Spaß und die AirHacks am Flughafen München sind ein bisschen on hold. Wisst ihr warum? Und solange es online auch gut geht, machen wir online. So, das ist der Workshop in 2 Wochen, 9. Juli. Es wird auf jeden Fall stattfinden, schon genügend Anmelder da. So, was ich denke ist, das ist das Statement. Also viele sagen, okay, warum machst du keine Frameworks oder was auch immer? Ich denke, dass Frameworks nicht die Zukunft sind. Also je mächtiger die Plattform, desto weniger benötigen wir Frameworks. So, das ist auf jeden Fall klar. Also ich glaube, da bitte nicht mit mir streiten, weil das ist tatsächlich so. Also die Browser sind immer kompatibler, man braucht immer weniger eigentlich irgendwas zu patchen. Und wenn Frameworks, dann irgendwelche fachliche Frameworks, ja, weiß ich jetzt nicht, also Libraries eher vielleicht, die Moment.js, um irgendwie Datum besser zu berechnen oder sowas, ja. Also davon bin ich überzeugt und seit kurzem, vor 3 Wochen, passierte das. Da wurde das Ask Me Anything, das ist von SpaceX, das ist diese Rakete, die ich jetzt Namen gerade vergessen habe. Da gab es so ein Touchscreen und da wurde die Frage gestellt, was ist das eigentlich? Und was interesting ist, irgendjemand sagte dann, hey, was ihr macht, ist irgendwie komplett komisch. Warum habt ihr keine Frameworks verwendet? Ich meine, ihr habt ja nur Web-Components, sonst gar nichts in der SpaceX. Einer hat gesagt, you can download the framework here. Und wenn man hier reinklickt, wird er gleich zeigen, was dahinter ist. Und der Entwickler von SpaceX sagte, none of this is not established. It's opposite. Web components are built into browser. JavaScript, CSS and HTML are as well. So, die haben sie auf überhaupt keine Frameworks verwendet. So, okay, wir verwenden einfach, was im Browser da ist. Wozu brauchen wir Frameworks? Und was ich ein bisschen so nicht verstehe, ich höre immer wieder auf Konferenzen und auch lese Artikel, da steht, die Web-Komponenten sind nicht so geeignet, um Anwendungen zu bauen. Ich sehe das überhaupt nicht so und ich möchte euch zeigen eigentlich, was ihr damit machen lässt. So, was ist dieser Link hier? Das ist eigentlich ziemlich cool. So kann man ein bisschen was auch immer ich mache, also die Slides sind schon eingecheckt. Es ist auf meinem GitHub-Account, wird es in ein paar Tagen löschen, aber das ist github.com/adambean/airhacks. So in 3-4 Tagen lösche ich das wieder. Und wenn ich heute was hacke und das ist irgendwie brauchbar, werde ich das sofort in Echtzeit einchecken. Okay, was da dahinter war, war ein Framework namens Vanilla.js, das ist eigentlich ein cooles Ding.
Und das ist eigentlich ein Gag. Was Vanilla.js ist, man kann sich irgendwas runterladen und wenn man sieht, was das ist, die Größe ist 0 Bytes uncompressed, 25 Bytes zipped. Also was Sie hier verkaufen, ist gar nichts. Also die Entwickler brauchen, um irgendwas auf dem Lebenslauf zu schreiben und Vanilla.js ist ein Framework, genauso wie ich sagen würde, wir haben ein Pojo-Framework, ist eigentlich gar nichts. Das ist einfach ein Fake, die ganze Website. Und das ist ja für Entwickler, die ja, sagen, wir brauchen unbedingt Frameworks. Ja, das ist ja älter schon, diese Website, aber immer noch fun. So, wie man hier sieht, zum Beispiel, jQuery hat das gemacht, Dojo das und Vanilla.js. So, Vanilla.js, was ist das? Das sind die Browser-APIs. Okay. So, das ist SpaceX, vor kurzem passiert. Was ich vergessen habe, ich wollte noch eine Folie erstellen mit allen, was jetzt in den letzten Jahr passiert ist und was im letztes Jahr ist sehr, sehr viel passiert. SAP UI5, machen wir das vielleicht online. So, SAP UI5 Web Components. Das schon in Projekten verwendet. Manche sind gut. Das ist ein Satz von Web Components. Und zum Beispiel, was wir hier haben, ist Date Picker, den ich sehr gerne verwende. Der funktioniert eigentlich mit Keybindings und den kann man einfach sehr, sehr einfach dazu binden. So, SAP ist von eigenem Framework weg hin zu Web Components. Ist ja Standard. Dann gibt es war den Elements, ein anderes Framework. War den Components und das besteht aus sehr, sehr vielen Komponenten. So, anschauen. Das ist von, das sind die bisschen komplexere und die haben auch einfacher Input. Und diese Komponenten sind fertig verwendbar. Das ist kein Framework. Ich könnte zum Beispiel nur Datepicker verwenden, sonst gar nichts. Dann, ING Bank hat komplett auf Web Components gesetzt und ist schon vor Jahren. So, das ist das. Dann vielleicht, das ist ja auch alter Hut, so ein, ein Jahr. So, dann, was auch passiert ist, Apple Music Web Components. Das ist ja ein bisschen interessanter. So, das ist auch ungefähr ein Jahr alt, September 2019. Dann, what else? Was wir auch noch haben, wer ist die Firma? Lightning Web Components. Lightning Web Components. Verschrieben, aber nochmal verschrieben, aber mal sehen, wie gut Google arbeitet. Das ist jetzt Salesforce, setzt da Web Components. Und eigentlich in all meinen Projekten verwende ich auch Web Components. Okay, und Web Components können auch von Angular kann Web Components erzeugen, React könnte Web Components erzeugen, und Vue könnte Web Components erzeugen. Die Frage ist, warum starten wir erstmal ohne Framework, schauen, wie es funktioniert und wenn es nicht weitergeht, können wir immer noch React, Angular oder was auch immer dazu nehmen. So, das ist eigentlich nur die Aussage. Hey Dominik, ist da wenigstens eine Frage hier im Publikum? Nein, jetzt immer noch keine. Kann das sein, dass das was mit der Schweiz zu tun hat, dass alle so zurückhaltend sind oder so, weißt du? Könnte sein. So, ja. Dann starten wir. Jetzt ist eine. Ja, sehr gut. Von Lukas Weibel findet man alle diese Links in der Präsi. Noch nicht, habe ich vergessen, aber ich werde alle diese Links zu Resources hinzufügen, zu dem MD. Okay. Und dann wirst du das finden. Also ich lasse die Tabs offen und dann kopiere ich die. Perfekt, danke. So, aber das zählt nicht als wirkliche Frage. Nein. Das war sehr, sehr höflich und so. Dann brauchst du irgendwie, du bist ja verrückt, ohne Framework läuft gar nichts, das hätte ich erwartet. So, pass auf. Wir brauchen einen Namen eines Projekts. So, was machen wir jetzt? Jack CH. Okay, das sieht besser. Passt. So, perfekt. So, was hier passiert ist, so tatsächlich jetzt sehr, sehr wenig. Ich habe noch eine Frage, Adam. Ja, perfekt. Ja. Können Webkomponenten von verschiedenen Providern in derselben App integriert werden? Ja, ja, absolut. Das ist eine der, was wir zum Beispiel schon gemacht haben in einem Projekt. Da gibt es ein Buzzword, was ich heute nicht erwähnen wollte, als Micro-Frontends. Und wir waren in der Lage, verschiedene Teile der Anwendung zusammenzuführen. Die wurden importiert und die können nebeneinander existieren, kein Problem. Jetzt kommt schon wieder eine Frage. Ja, sehr gut.
Aber können die Komponenten auch Fehler validieren? Wie wird die Fehlermeldung angezeigt? Wie kann ich spezielle... Jetzt ist sie weg. Okay. Sorry. Aber die Frage habe ich mir gestellt. Wie können Web Components Fehler validieren? Was ihr wahrscheinlich meint, ist Form Validation. Das geht auch ohne Web Component. Brauchst eigentlich gar nichts machen. Und du kannst... schauen wir jetzt vielleicht, die Fehlervalidierung könnt ihr vielleicht implementieren. Ja. Also die einfache Fehlervalidierung. Und du kannst noch einen reinhängen und selber entscheiden, ob das Textbox noch valid ist oder nicht, wenn du so Cross-Checks hast oder sowas. Okay, aber was ist passiert? Das war nur ein Skript, der hat nur die drei Dateien kopiert und die Dateien bestehen aus eine leere HTML-Seite und hier wird einfach nur das Style dazu gebunden und App.js. Und das Teil ist leer noch und App.js ist Hello Web Standards. Und wenn man sich das hier anschaut, da steht hier Hello Web Standards, mir ist nicht passiert. So, und ein wenig Magie haben wir schon, weil wenn ich hier sage Hello 2, da sieht man hier Hello 2. So, irgendetwas läuft im Hintergrund und das Etwas ist Browser Sync. Das ist ein Tool, was man sich installieren kann. Das ist Browser Sync.io, glaube ich. Und das ist, was das macht, ist, er sucht nach Änderungen im Source Folder und wenn er was findet, pusht er das im Browser via WebSockets. Das ist alles. Das verwende ich eigentlich immer. Das ist ein Hilfsmittel. Braucht man aber überhaupt nicht. Ich könnte auch jede Zeit Refresh-Button klicken und da ist er irgendwann zu faul und das ist so. Hat eigentlich, das ist kein Framework. Ja, das ist mein Kommandozeile-Tool. Und kann ich zeigen. So, das ist eigentlich der Aufruf, Browser Sync, Source Folder und starte bitte Google Chrome und keine Notifications. Ich hätte noch eine weitere Frage. Sehr gut. Und zwar, ob man State Sharen und Events senden kann zwischen den Web Apps. Also, ja, das können wir sogar brauchen. Aber ihr habt viel von Web Components gesprochen, deswegen bauen wir vielleicht eine. Und ich werde gleich so advanced. Ich werde so einen Code schreiben wie Java. Und wenn jemand Fragen hat, was das ist, bitte unterbrechen. Weil wenn ihr so gute Fragen stellt, bedeutet, ihr habt schon Ahnung von JavaScript. Ja. Also die Idee war, weißt du, so Java-Entwickler, die jetzt JavaScript hassen, sich hier connecten und schauen, ob sie damit zurechtkommen. Aber es waren sehr, sehr gute Fragen. Deswegen schreibe ich schon mal ein bisschen was. Und Class Online Session. So, und die Class Online Session muss von HTML Element erben. So, dann sage ich den Entwicklern, pass auf, das ist so etwas wie ein JPanel. Dann Custom Elements Define und ich muss mir jetzt einen Namen vergeben für diese Online-Session und ich würde zum Beispiel J für Jack, CH, sowas und Online-Session. Das Einzige, was man wissen muss, ist Folgendes, man braucht zumindest einen Bindestrich. Wenn man den Bindestrich nicht hat, funktioniert nicht. Und das hat damit zu tun, damit man es nicht schafft, mit einem Custom-Element, das bauen wir gerade, mit einem Custom-Element einen bestehenden Tag damit zu interferieren. So, und dann übergebe ich Online-Session her, Online-Session, und dann ist die Web-Component fertig. So, was ich dann noch brauche, ist sowas wie Post-Construct in Java, wer das? Post-Construct in Java oder Microprofile. Und hier heißt es Connected Callback, das muss man wissen. Und was ich jetzt habe, Zugriff auf den internen Zustand der Komponente. Und der interne Zustand der Komponente ist zum Beispiel in der HTML. Backtick. Backtick in JavaScript ist so etwas wie in Java 14 drei Anführungszeichen, so Multiline String oder Textblock, so heißt es in Java. Und jetzt, was ich auch haben kann, ist ein Konstruktor. Das ist in JavaScript so, dass es, in JavaScript gibt es kein Operator Overloading, deswegen der Konstruktor heißt Konstruktor, weil es nur einen geben kann. So, und hier muss ich super aufrufen und dann kann ich sagen Message und dann Hey Jack CH und dann könnte ich tatsächlich hier schon auf das zugreifen, this Message. So, und dann ist meine Web-Component fertig. So, wie kann ich die einbinden? Naja, ich muss mir diesen Tag hier merken. Dann nehme ich den Tag hier, kopiere ich ihn hier rein und kann ich das so einbauen und es funktioniert. So, die Frage ist,
woher wusste ich das Ganze? Ne? Also woher weiß ich, dass HTML hier in der HTML kann, dass das Custom Element funktioniert? Und jetzt kommt die coole Sache, was den Java-Entwicklern wirklich gut gefällt. Es gibt etwas, das heißt MDN, Mozilla Developer Network. Und wenn ihr nach MDN, Microsoft, Samsung und Google sucht, MDN, Microsoft, Samsung und Google, dann findet ihr das. Das passierte vor 3 Jahren. Und alle die Hersteller haben sich zusammengetan und haben gesagt, das Mozilla Developer Network ist kein Mozilla Documentation Network mehr, sondern hier wird die Webplattform, hier werden die Standards beschrieben. Und das ist ziemlich cool, weil, was ich jetzt machen kann, ich kann MDN suchen, HTML Element, und was ich erwarte, ist so etwas wie ein Java-Doc, und da sieht man zum Beispiel, dass das HTML von Element erbt von Node und Event Target, da sehe ich, dass das Event Target mit Events verwalten kann, und das ist eigentlich das, was Java-Entwickler mögen, so, okay, das ist, wir haben eigentlich nur noch eine Website, da steht die ganze Wahrheit drin, und alles andere können wir komplett ignorieren. Und das finde ich persönlich auch ziemlich cool. Das ist auch der Grund, warum ich Java E, Jakarta und Microprofessor mag, weil ich lerne das und ich muss mich nicht jetzt täglich mit Whitefly, Payara, Open Liberty, Jakarta oder was auch immer auseinandersetzen. Sag, okay, lass mich alle in Ruhe mit dem Ding, ich baue einfach nur eine App. Und das ist sehr, sehr ähnlich im Web und in meinen Projekten kommt genau das sehr gut an. So. Adam, wir haben noch eine Frage. Nützt Angular auch Web-Components? Da ich da auch Custom Tags als Components habe. Nein, okay. Warte mal. Standard nicht, aber Angular ist in der Lage, Komponenten zu bauen. Ich habe den Namen vergessen. Da gibt es eine Erweiterung zu Angular, wo du Web-Komponenten bauen kannst. Okay. Aber wenn du Standard Angular Tags baust, das ist keine Web-Komponent. Auch React nicht. Was man aber auch sagen muss, Angular ist kompatibler mit Web-Components als React. Wobei, dass es die Inkompatibilität ist sehr, sehr kleine Inkompatibilität. Und das ist Custom Elements Everywhere oder Anywhere. Schau mal. Da müsste eine Webseite kommen. Ja, genau. Everywhere. So, und die Seite, sie testet verschiedenste Framework und da sieht man Angular, AngularJS, Dojo, was auch immer, Hybrids, HyperHTML, LitHTML und dann React. Und es gibt was ihr seht, dass React gar nicht so kompatibel ist und was sie getestet haben, wie die Komponenten miteinander interagieren. Das war genau eine der Fragen und alle anderen Frameworks sind ziemlich Web-Components kompatibel. Ja? Also von Web-Components, ich meine, das ist Teil des Browsers, das können wir nicht einfach ignorieren, also können wir schon ignorieren, das ist einfach da braucht man gar nichts, das ist das Coole. So, und das von Angular, das ist Angular Web-Components, und ja, vergessen, wie das heißt, egal, Angular Elements oder so heißt es auch. Genau, Angular Elements Overview. Ich verwechsel das immer mit Vadin, das heißt auch Vadin Elements. Und das ist das Angular Elements. Danach musst ihr suchen, da könnt ihr auch Custom Elements mit Angular bauen. Die Frage ist nur, wozu brauche ich Angular mit komischer Syntax her, wenn es das eh schon Teil des Browsers ist? Das ist das Coole. Okay. Ja. Ich habe gleich noch eine Frage. Hilft ein Framework wie Angular nicht bei Themen wie I18N, Routing, Volunteerability, Best Practices, etc. Ja. So, Vadin Router zum Beispiel ist eine Web-Component, die routet und das ist sehr, sehr gut, bedeutet einfach zu benutzen. Also wenn wir das verwenden, routet er schon mal. Können wir gerne einbauen, habe ich auch im letzten Workshop gemacht, Online-Workshop, zu zeigen, wie das geht. Und in einem Online-Workshop auch von AirHex.io kann man sich anschauen, habe ich sogar einen eigenen Router gebaut, from scratch, und das waren ungefähr 70 Lines of Code. Das ist viel einfacher, als man zuerst annimmt. Also viele sagen, oh, Router, da brauche ich Framework, brauchst überhaupt kein Framework. So, warum sollte man sich Router selber bauen oder den Router verwenden? Warum ich ja Router ein paar Mal selber gebaut habe, was wir hatten, waren ziemlich komplexe Sicherheitsregeln und die kamen vom Server. Und da konnten wir mit eigenem Router sehr, sehr einfach erstmal validieren, ob der Benutzer dort navigieren darf oder nicht. Oder wir konnten erstmal vorab Menüs anzeigen oder auch nicht. Und wenn man jetzt einen fertigen Router nimmt, muss man natürlich mit der Doku auseinandersetzen. Und manchmal ist es aufwendiger, die Doku zu verstehen, als einen eigenen Router zu bauen. Ja, das ist, hängt vom Projekt ab. So, den empfehle ich. Der ist wirklich ziemlich cool, minimalistisch. Das ist eine einzige Web-Component. Und was die andere war, I18N, das ist Teil vom JavaScript auch, I18N.
Da gibt es Klasse in der Webplattform, das ist Internationalisierung. Da geht es darum, wie das sprachabhängig formatiert wird. Und ich habe auch einen schau mal, vor nicht ganz einem Jahr, as simple as possible internationalization with JavaScript, was geschrieben mit Data Attributes, wobei das ist alles. Ja? Also das ist das gesamte Framework, was ich gemacht habe und das ist auch in Production so und das habe ich im YouTube mal aufgenommen. Also nur wegen Internationalisierung würde ich auf keinen Fall Angular nehmen. So, was ihr wissen müsst, ist Angular, und by the way, nur ein bisschen Werbung in eigener Sache, so in diesen, das sind die Online-Kurse und hier habe ich keinen Router. Hier habe ich einen Router, den Vadin-Router verwendet und die Web Components Workshop habe ich mir eigenen Router gebaut, ja. Also, damit, um alles zu zeigen, weil der Router kommt immer wieder. Ich sage, okay, dann zeige ich. Aber das ist, es gibt Hash-Change-Event. Wenn man das weiß, schafft man den Router. Als Java-Entwickler schafft man den Router. Was da passiert ist, man muss auf den Hash-Change-Event reagieren und der ändert sich nur, wenn man hier oben was einträgt. Dann kriegt man den Namen und dann muss man ein DOM-Element ersetzen mit Replace. Das ist alles. Das ist ein Router. Natürlich, wenn man eine sehr, sehr komplexe App hat mit Subroutes oder was auch immer, könnte komplexer sein, aber kann man, wie gesagt, war den Router anschauen. Da gibt es auch sehr, sehr viele fertige Routing-Web-Components. Ich hoffe, alle Fragen beantwortet. Nein, ich habe eine neue bekommen. Sehr gut, perfekt. Du, ich komme nie wieder in die Schweiz. Wir machen mal alles nur online. Kann man mit Web-Components auch GIS-Funktionalitäten implementieren? Und GIS meint Geo-Information System. Ja, wie würde man sowas machen? Google Maps Web Component. So, wenn du das nimmst, ist eine Web Component, die jetzt Google Maps Karten darstellt. Genau das gleiche gibt es für Apple Maps. Apple Maps JS API. Das ist kein Web Component, müsste man aber mit Web Component wrappen. Und da kann man quasi die Apple-Karten, MapKit.js. Und das Coole ist bei Web Components, das war eine sehr gute Frage. Zum Beispiel Tabulator.js. So, in einem Projekt haben sie eine ziemlich komplexe Tabelle mit Angular gebaut und die wollten Angular nicht mehr haben. Und dann die Frage, womit ersetzen wir das? Und was wir gemacht haben, wir haben mal das Tabulator evaluiert und was das Tabulator ist, das ist ein reines JavaScript-Tabellen-Framework, kann man nicht sagen, Library, die ziemlich cool mit Tabellen ist und die ist wahnsinnig. Also die kann Tabellen sortieren, filtern und also meine Farbteilung war damit sehr zufrieden. Und das Coole ist jetzt, du kannst sehr, sehr einfach diese JavaScript-Library mit einer Web-Component wrappen, nach außen veröffentlichen und du hast quasi eine Web-Component, eine gekapselte Web-Component. Und wenn du jetzt ein Framework verwendest, zum Beispiel React oder Angular, musst du erstmal wissen, wann und wie das Framework mit dem DOM interagiert, sonst könnte dir passieren, dass du das in DOM schreibst und Angular auch und dann wird alles inkonsistent. Okay? Deswegen, wenn ihr irgendeine Kartenkomponente habt oder ihr habt schon ein Element in React geschrieben oder was auch immer, das kann man auf jeden Fall in Web Component integrieren. Cool. Danke. Dominik, ja, andere danke. Fragen? Nein, alles beantwortet, oder? Momentan sind wir durch. Cool. So, wir haben jetzt die Web-Component. Jetzt die Frage, okay, jetzt stellt euch vor, die Web-Component ist größer, weil wir jetzt viel Code implementieren müssen. Wie macht man das? Also ich kann jetzt nicht einfach 500 Methoden hier schreiben, ihr könnt euch schauen, aber das machen wir einfach nicht. Wie strukturiert man JavaScript-Code? Und die gute Antwort hoffentlich ist, identisch wie in Java. So, was man machen würde, man würde eine JavaScript-Datei schreiben. By the way, die Entwicklungsumgebung, die ich hier habe, heißt Visual Studio Code, kostet gar nichts, einfach runterladen. Das ist nicht mal ein Plugin drin. Das ist Verhalten out of the box. Okay. Also, ja. Eine neue Frage. Super. Wie strukturierst du die Projekte? Gibt es etwas Analoges zum Boundary Control? Und identisch. Boundary Control, das ist eigentlich, was ich machen würde. Sagen wir mal, wir haben eine Online-Session und die Online-Session ist für euch, für den Big Marker, für euer Tool. Dann würde ich hier auf dieser Ebene zum Beispiel Sessions-Komponente packen. So, die Boundary-Control-Entity mache ich nicht immer, weil
die Namen schon offensichtlich sind, aber in der Sessions, das Sessions Package habe ich hier, eigentlich kann ich euch zeigen. So, wenn ihr, warte mal, CD, CD Events. Oder machen wir doch mit Editor auf. So, das ist jetzt ein Projekt von dem letzten Workshop und das verwende ich tatsächlich live, wenn ich für meine Events, also das ist ein kleines Tool, Overview Boundary Control Entity. So, und das Boundary besteht auch aus einer Web-Component, die jetzt das HTML macht, und Aktionen, die dazugehören. Also das sind zwei Web-Components. Control sind Services, die mit dem Backend kommunizieren, also zum Beispiel, oder Zustandsverändern, und die sind nur Fire and Forget, Void, und Entity sind die Daten, zum Beispiel in dem Fall, das funktioniert mit Redux und so. Das ist eigentlich, das Coole ist, wir haben eine identische Struktur wie im Backend, Boundary Control Entity identisch, überall, nur die Namen sind unterschiedlich, weil es könnte ja sein, dass wir im Backend nur eine Session-Component haben und im Frontend drei verschiedene. Ja, also das ist nicht, also der Versuch, das eins zu eins zu matchen, die Namen, das gelingt selten. Aber die Struktur ist, wie jemand schon sagte, ist identisch. Boundary Control Entity, genau, perfekt. So, ich muss mich entschuldigen, die Schweizer sind sehr interaktiv. Stimmt's? So, und das funktioniert ja jetzt. Und es gibt schon eine neue Frage. Ah, siehst du? Ja, Fragen. Dann okay. Ich nutze die Zeit und checke ich das ein, da könnt ihr euch das mal anschauen schon. Ja, Frage. Okay. Arbeitest du komplett ohne Bild, das heißt ohne Webpack, Babel etc.? Ja, und das Coole ist, das ist, was die Entwickler noch mehr mögen. Die brauchen kein NPM, lokal gar nichts, nur das. Und HTTP 2 ist dieser Ansatz eigentlich schneller als mit Bundlen, weil es ist auf jeden Fall schneller, mehrere Dateien auszuliefern als eine große Datei. Und wenn wir jetzt ältere Browser adressieren müssen, brauchen wir eine Art der Transformation. Aber was wir dann machen, ist, wir haben auf dem Jenkins das NPM installiert und der erzeugt Code für die alten Browser. Für neuen Browser brauchen wir kein Bild. Und die Zukunft ist auch auf unserer Seite. Alle modernen Tools sind mit uns. Zum Beispiel Rollup.js. Rollup.js ist so ein Bundler mit Rollup.js ist ein Bundler und was der macht, der achtet nur auf das moderne ESM JavaScript. Das habe ich noch nicht behandelt, zeige euch in einer Sekunde. Noch moderner ist ein Tool, der heißt Snowpack. Was er macht das ein NPM modernere Standardmodule. Exactly. So, und ja, das ist eigentlich der Trick. Das Coole ist, wir brauchen gar nichts und deswegen sind wir sauschnell. Das verhält sich so wie bei mir. Und das Gute ist, was wir lokal machen, es ist identisch das, was in Produktion passieren wird. Okay? Okay, was ich gezeigt habe, ist ESM. Was ist ESM und die Module? So, wir haben jetzt App.js und sagen wir mal, wir würden gerne Logik auslagern. Wir würden hier das zum Beispiel aus einem externen Service holen. So, wie würde das funktionieren? Ich schreibe mir jetzt eine Klasse, die heißt dann Message Service. Keine Klasse, eine Datei. Muss man auch Message Service. So, und hier sage ich einfach Export Const Fetch Message gleich. Keine Parameter. Und ich sage hier einfach, oder mache ich hier noch doch einen Parameter? Message. Und da steht Hello. So etwas. So, und das sieht aus wie Java Lambdas und ist es auch. In Java wird es so. Und in JavaScript ist es so. Okay, und das Export Const gibt es in Java nicht natürlich. Was das bedeutet, die Datei soll für alle Dateien sichtbar sein. So, das wird jetzt nicht funktionieren. Ich kriege einen Fehler. Ich zeige euch, wie der Fehler aussieht. So, wenn ich das versuche zu importieren, Import from Module und das Module ist Message Service JS. Und was ich importiere, ist Fetch Message. So, wenn ich das versuche. Kriege Fehlermeldung und er sagt, cannot use import state outside the module. Also ich muss die Module aktivieren, was ich gerade mache.
So, also ich kann hier sagen Script Type gleich Module. So, und jetzt funktioniert das fast. Backticks vergessen. Okay. So, das war jetzt Einführung von Modulen. Die Module funktionieren einfach so, wie sie sollten. Das Coole ist auch, die Module schicken einzelne Netzwerkabfragen, was eigentlich sehr gut ist, weil wenn wir jetzt, wir können nicht die gesamte Anwendung in eine riesengroße JavaScript-Datei packen und schicken. Also es wird bei Bedarf nachgeladen. So, es gibt einen Trick, was wir machen können ist, wenn wir sagen zum Beispiel, weiß nicht, große Versicherung und der Status ist immer gleich oder bestimmte Assets sind immer gleich, was man machen kann. Man kann alle Komponenten, die gleich sind für alle, für mehrere Apps, zentral bauen, auf eigenen Webserver packen, die haben dann eine stabile URI und was dann passiert ist, die Browser cachen mit der URI, also wenn es im zentralen CDN ist, muss die Anwendung quasi nur einmal geladen werden. Wenn man dagegen Frameworks verwendet, hat man keine Chance, da wird der gleiche Inhalt immer wieder neu vertrieben, was zu Problemen führt. Okay, cool, also haben wir die ES6-Module kennengelernt und dieses ES6-Modul ist auch etwas, was diese Rollup.js oder Snowpack verstehen. Und was es auch gibt jetzt seit kurzem, diese ESM-Module, was ich gerade zeige, sind Standard, Webstandard, aber auch, die werden jetzt seit kurzem vom Node.js verstanden, deswegen erwarte ich in wenigen Monaten oder wenigen Jahren eigentlich alle Backend-Libraries mit ESM verstehen und dann wird wahrscheinlich der letzte Grund, warum man NPM benötigt, die Übersetzung von proprietären Modulsystemen in den Standard-Modulsystem eigentlich entfällt. Okay. Ich habe noch zwei Fragen bekommen. Sehr gut. Okay. Die erste, kann man ohne Frameworks diese Komponenten auch isolieren? In Angular zum Beispiel gilt das CSS einer Komponente nur innerhalb dieser. Das ist die erste. Ah ja, klar. Das ist absolut. Pass auf, machen wir gleich. Git add this, GCM, machen wir ESM, also JS Modules, Modules explained. Dann pushe ich das zu euch. So. Okay. So, stellt euch folgendes vor. Wir haben eine Komponente, um das zu erklären. Und die hat hier drin sowas. So. Und eigentlich eins wollte ich. So. Gleichzeitig habe ich hier das auch. Und da steht irgendwie so. Das Problem ist, ich habe H1 hier. Die Komponente wird geladen von irgendwo. Und was ich jetzt machen könnte in der Komponente, ich könnte sagen, okay, ich hätte gerne dass das H1 Background Color Red ist. Und das Problem ist jetzt, meine Web-Komponent zerstört das gesamte Layout der Page. Verstanden, oder? Ja. So. Was man machen kann ohne Frameworks, das ist eigentlich das, was fast alle jetzt schon machen, um Innerframes nicht zu verwenden, ist folgendes. Was ich jetzt machen könnte, ich könnte sagen, okay, ich schalte mir was frei und das heißt Shadow DOM. This attached Shadow. Und bevor ich das mache, schauen wir uns das hier an. Meine Komponente hier sieht jetzt so aus. So. Attached Shadow. Und da gibt es einen Mode. Und es gibt nur einen Mode, was gut funktioniert und das ist Open, das Close macht keinen Sinn. Warum nicht? Es war ein Versuch, mit dem Close für mehr Sicherheit zu sorgen, aber das bringt in JavaScript nicht, weil mit Prototypes kann ich trotzdem aushebeln. Deswegen Close nicht verwenden, Open ist gut genug. So, jetzt habe ich das und jetzt, was ich machen kann, ich könnte sagen hier, okay, nicht das in der HTML, sondern vom Root. So, und was man sieht jetzt,
ich, ja, sieht man Shadow Root. Ich habe jetzt in der Komponenten einen privaten Bereich. Ich kann hier machen, was ich möchte. Das, ich kann nicht ausbrechen zu den äußeren Schichten. Und das ist ohne Framework. Das heißt Shadow DOM. Das gibt schon seit Jahren. Jahren bedeutet, wie kann man nachschauen, ob sowas schon lange gibt oder nicht? CanIUse.com. Und dann Shadow DOM. So, das V0 ist deprecated. Und das ist überall verfügbar, nur Internet Explorer 11 nicht. Und für 11 gibt es dann Polyfills. Also für 11er gibt es Shadow DOM Polyfill. Ich finde meine Lösung. Exactly. Ja, also die Antwort ist absolut. Ja, Internet Explorer 11 noch problematisch. Der neue Internet Explorer ist wie Chrome. Deswegen will sie das eigentlich überall gleich verhalten. Okay, danke. Dann die nächste. Ja. Wie würde denn die Konfiguration aussehen, wenn ganz viele Übersetzungen, zum Beispiel 15 Sprachen, in einer Webkomponent benötigt werden? Gibt es da Best Practices, Erfahrungen? Erfahrungen gibt es, Best Practices weiß ich nicht. Also was ich gemacht habe, ist einfach in JSON wird es abgelegt. Und das kann man vom Server runterladen oder mitliefern. Und was du machst, ist, JSON ist einfach eine Hashmap. Du brauchst dann einen Unique Identifier und der wird ersetzt. Das haben wir bisher gemacht, es hat gut funktioniert. Ich habe keine Erfahrung mit 50 Sprachen und allen Komponenten, bei uns waren 3 Sprachen, bei einem Produkt hat gut funktioniert. Okay, danke. Cool. Nochmal, ne, was ich euch zeige, ist nicht ein Framework, ich zeige euch, wie es ohne Frameworks geht und bis jetzt bin ich überall zurechtgekommen, ohne Framework. Und es kann natürlich irgendwas geben, wo ihr sagt, okay, ohne dem kommen wir nicht weiter. Zum Beispiel Grafiken oder sowas. Ja, natürlich werde ich mir sowas nicht selber bauen, sondern nehme ich 3DS. Data Driven oder D3JS. Vergesse ich immer. Das ist ein super D3JS, glaube ich. Das ist ein geniales Framework, kann man nicht sagen, eine Library, um verschiedenste Visualisierungen im Web zu machen. Na? Genau. Das möchte ich nicht selber schreiben, das nehme ich natürlich, aber das sind alles Fach. Oder einmal haben wir Moment.js verwendet und da gibt es Moment.js und noch eine andere, die konkurrieren. Das ist sehr gut, wenn es um Datum und Uhr geht, sowas, ja. Aber das ist jetzt partiell sehr, sehr wenig. Ansonsten haben wir keine Abhängigkeiten. So, Git add und was wir machen ist Shadow DOM explained. Shadow DOM explained. So. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit sowas um? Darauf habe ich eigentlich gewartet. Ja? Wenn jemand sagt, click me. Was mache ich damit? Und das nächste ist, was mache ich mit so etwas? Versuche ich mal Image, SRC, irgendwas. Und dann on arrow gleich. Und das darf nicht hier vorkommen, sondern das müsste irgendwie hier. Warte mal, versuchen wir die Geschichte hier zu hacken. So. Und da würde denn stehen, ich glaube so. Okay, geht schon. So, das ist nicht akzeptabel, ne, was ich gerade gemacht habe. Ich habe ein Alert geöffnet mit Hacked und das ist der typische Fall von Hacking. Nämlich, ich habe geschafft, vom Server, sag mal, das ist der Server Call, Teil vom HTML zu laden und JavaScript auszuführen. So, die Browser sind eigentlich ziemlich gut, um das zu verhindern, aber ich habe mich in On-Error reingehängt und sage, okay, das ist meine Fehlerbehandlung-Routine und da wird es leider ausgeführt. Also ich könnte meine eigene Website jetzt hacken. Okay, wie geht man damit um? So, deswegen verwende ich doch eine Library, aber eine Library, kein Framework. Und um die Library zu erklären, möchte ich nochmal zeigen etwas in JavaScript. Also, das gibt es in Java nicht so. Vielleicht zeigen wir das hier. Nämlich, was ich machen könnte, hier ist eigentlich perfekt. So, stellen wir uns vor, wir haben eine Funktion, die heißt Jack Schweiz.
Und diese Funktion hat drei Parameter. One, second and third. Und hier gebe ich zurück return high performance. Und dann plus O plus S plus T. So. Was das jetzt ist, das ist eine Funktion und das heißt tagged literal template. Können wir gleich nachschauen. Aber was ich jetzt machen kann, ich kann davor das schreiben jetzt, jug.ch, das ist Standard JavaScript. Und was ihr seht hier, High Performance Hello Duke Undefined, das bedeutet, was ich jetzt gemacht habe, mein Template hier wird von dieser Funktion ausgeführt oder interpretiert. Also was ich jetzt machen könnte, ich könnte mit Regular Expression zum Beispiel alles ausblenden, was gefährlich ist, was natürlich ich sowas nie im Projekt machen würde, weil dann nehme ich lieber Angular. Aber es gibt Haufen solche Funktionen hier. Und die bekannte, also gibt es zwei sehr bekannte, da zeige ich euch noch. Eine heißt lit.html und das ist nicht Element, nur lit.html. Und das ist das Übrigbleibsel von Polymer. Und das ist so eine Funktion, also zwei Funktionen, HTML und Render. Und das andere ist Hyper-HTML und die haben eigentlich damit angefangen. Das ist auch eine sehr kleine Library, die das macht. Also das genau die Funktion implementiert. So, und ich verwende lit.html, das kommt von Google. Und die Frage ist, okay, du sagst jetzt, hast zwei Stunden gesprochen, dass die Abhängigkeiten schlecht sind und jetzt nimmst du lit.html. Das Interessante ist, dass lit.html ist ungefähr alles, 500 Lines of Code, Hyper-HTML auch. Und wenn das stirbt, kann ich eine andere Funktion nehmen. Ich bin absolut nicht von einem Framework abhängig. So, das ist der Trick. So. Adam. Wir haben noch eine Frage nochmal von Manuel Wiesen. Kann man die Webkomponenten auch testen, Unit-Tests? Ja, logisch. Das habe ich in dem, das möchte ich jetzt nicht machen. Ich habe das in den letzten Workshop von mir gemacht mit Jasmine und mit Cypress. Ist ein cooles Testing-Framework. Da testen wir die Web-Components I.O. Das ist einer der besten Frameworks. Damit schreiben wir komplette End-to-End-Tests für Web-Components. Natürlich kann man die testen, die sind sehr, sehr gut testbar. Und ich habe sogar ein Adam Bean Web Component Test. Ich habe einen YouTube-Channel, ich habe Shadow DOM, glaube ich, warte mal. Shadow DOM Cypress. Weil in Projekten hat einer das, genau. So, in diesem, ich habe eine Web Components mit Shadow DOM und die Frage war, wie kann man das testen? Und ich habe das in einem YouTube-Video gezeigt. Also das ist mit Cypress, da kann man sich das live anschauen. Okay, super, danke. Ja. Also Web Components trivial, Web Components mit Shadow DOM ein bisschen schwieriger, weil von außen komme ich nicht ran, deswegen, ja. Aber das Cypress ist deswegen cool, weil ich kann die Web Components aufrufen und mit Cypress, er läuft im Prozess, im Browser, kann ich zum Beispiel den Zustand des JavaScript rausholen und schauen, ob das tatsächlich funktioniert hat. Viel besser als Selenium. Okay, cool. So, Hammer ist es. Geht Status, wo bin ich jetzt? Hier. So, was haben wir gemacht? Tagged Template Literal heißt es. Literal Explained. So. Was bedeutet das? Tagged Template Literal. Ah, sehr gut. Kommt sowieso schon die. Ja, und hier kommt Multiline String, das Hammer, Hammer, und irgendwann kommt die Erklärung von Raw Strings, das Tag Templates and Escape Sequences. Nein. MDN Tag Template. Da kommt eine andere Webseite. Oder haben Sie das überarbeitet? Das hat sehr, sehr ähnlich ausgesehen, nur irgendwann steht dann Tag Templates hier. Genau, das habe ich gesucht. Und dann kommt die Funktion MyTag mit den drei Parametern und dann verwenden Sie das irgendwo hier. Genau das, was ich für euch gemacht habe. Was ich jetzt vergessen habe, ich habe das normalerweise in solchen Einführungen, ich habe jetzt komplett das Let und Const habe ich nicht erklärt, weil ich habe sofort so gute Fragen gestellt bekommen, dass ich denke, dass jeder schon von euch JavaScript kennt. Und wenn nicht, dann könnte ich 10 Minuten noch was zeigen, aber
Am Anfang zu gute Fragen gestellt. Ja, ich war selber schuld. Ich habe die Frage euch herausgefordert und habe einen Haufen gute Fragen bekommen. Aber Source. Was oder machen wir Lit.html. So, Lit.html. Gehen wir hier rein. Wie installiert man das Ding? So, wenn man sich das anschaut, irgendwo steht hier get started und dann kommt irgendwann kommt man zu npm, hoffentlich. Kommt man. Kommt man nicht, aber man braucht npm, um das zu installieren. Oder man kann sich vom Internet das runterladen. Und wie sieht es aus? Ich gehe vielleicht in anderes Verzeichnis und dann sage ich hier lit npm init und dann npm doch init wollte ich genau und dann npm install lit.html. So funktioniert das. So, dann ist das lit.html hier installiert und jetzt kann ich sagen npm snowpack. Und das dauert jetzt ein bisschen das erste Mal, dann muss ich alle Abhängigkeiten runterladen, aber dann ist er schneller. So, und nothing to install, aber das Problem ist, das lit.html ist schon Standard, der hat nichts zu tun. Und das bedeutet, wenn man sich das anschaut, hier lib, dieses, irgendwo steht hier lit.html oder eins drüber. Und das kann man einfach nehmen. Und machen wir. So, ich habe das Skript geschrieben, da einfach mir das rüber kopiert. Und jetzt habe ich eine lit.html.js-Datei hier. Und das ist quasi, und das ist das gesamte Framework hier, sind 700 Lines of Code. So, wir würden das, oder mehr, 1000 waren 700, mit Kommentaren. Natürlich kann man das modifizieren, das sind deutlich weniger. Also das ursprüngliche lit.html hat auf einen PowerPoint-Slide gepasst. Und jetzt natürlich, wenn man die ganzen Kommentare entfernt, ist es auch kleiner. Aber man muss es nicht immer runterladen. Rollup.js und die anderen Tools, die können auch deduplizieren. Also was die Idee ist, sagen wir ja, wir haben ja jetzt ein Projekt und in dem Projekt brauchen wir ein Date-Input-Field, eine Tabelle, lit.html, moment.js und dann baut man sich eine JavaScript-Datei mit allen Imports und das lässt man verarbeiten und dann kriegt man quasi eine einzige Abhängigkeit oder eine Abhängigkeit mit abhängigen Chunks, so heißt es dann, zurück. Okay. Jetzt ist noch wurscht, das soll jetzt der Anfänger sein, was wir jetzt machen, aber was ich jetzt machen kann, ich kann hier drin das lit.html jetzt verwenden. So, machen wir das. Import und ich hätte gerne vom lit.html JS HTML und Render. So, und der Unterschied ist jetzt, ich verwende hier mein HTML. Was ich jetzt zurückbekomme, ist nicht mehr das root-inner-HTML, sondern ein Template. Und das Template ist vorkompiliert, deswegen ist es auch sau schnell. Und die Funktion Render, die rendert, das importiert, ja. Die Funktion Render rendert den HTML und wohin damit ins Root. So, das müsste eigentlich funktionieren. So, jetzt funktioniert wie gehabt, jetzt aber ohne die Möglichkeit, hoffentlich, das zu hacken. Schauen wir mal, was passiert. Das habe ich nämlich nicht ausprobiert. Also wenn ich jetzt das hier nehme, das raus, das wieder rein. Wie man sieht, der erlaubt das nicht. Der escaped. Also ich kann jetzt nichts mehr initiieren. Also die Sicherheit ist gewährleistet. Okay, das Coole ist auch, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, wenn man eine sehr, sehr komplexe Tabelle hat mit lit.html, das Coole ist, wenn man die Tabelle neu zeichnet, wird nicht die gesamte Tabelle neu gezeichnet, sondern nur das, was sich geändert hat. Also lit.html bringt eine hohe Performance ohne Shadow DOM, also ohne den Speicher zweimal zu belegen. Okay, und das Coole ist natürlich jetzt, ich kann jetzt mehr machen. Jetzt sieht es wie React aus. Also ich kann hier gehen und sagen hier add click. Add click, gleich und
das Save klickt, zum Beispiel. Und hier drin kann ich am Save klickt und Console Log so, mal sehen. So, mein Button, und wie ihr seht, funktioniert, ja. So, dann kann ich auch sowas machen wie ein Input Type Text. Und hier vergessen. Change, glaube ich sogar. Change ist nämlich das, schauen wir mal. Change, sonst müssen wir nachschauen. Und this time, und jetzt machen wir Folgendes. Wie nennen wir das? Message changed. Und übergeben wir das Event. So, machen wir das hier. Message changed. Oh. Message changed. This Event. Und Log Event. Was sagt der Kernel for the Tree Walker? Change. Ah. So, wenn jetzt hier was ausfüllen, wie ihr seht, kommt es hier an beim Verlassen des Feldes. Das war das Change Event. Und JavaScript ist auch ziemlich cool, was ich jetzt machen kann. Ich kann sagen, okay, das ist jetzt, was mich interessiert, ist natürlich nur der Target wahrscheinlich. Target. Target ist ja gar nicht da, gar nicht belegt. Ich habe da noch zwei Fragen. Ja, genau. Ja? Warum eigentlich nicht TypeScript? Ja, weil sich bis jetzt keiner beschwert hat. Man könnte TypeScript nehmen. TypeScript ist ein Problem mit TypeScript für Java-Entwickler. Das ist so für Java-Entwickler gedacht. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit TypeScript gemacht, weil leider in den Projekten, wo ich drin war, die Java-Leute haben TypeScript wie Java verwendet. Wir hatten in kürzester Zeit Factories, abstrakte Factories, Dekoratoren, alles, was im Web keine Rolle spielt, TypeScript. Deswegen, wenn TypeScript, dann würde ich TypeScript nur verwenden, um typisieren. Weil ich meine, die ganze Typsicherheit in dem TypeScript-Projekt ist auch nicht, irgendwann ist es, glaube ich, alles any. Also dann geht man von den Typen wieder weg. Ich muss sagen, wenn TypeScript, dann nur, um besseres Refactoring zu haben, könnte man machen. Für TypeScript müsste ich lokal das TSC installieren, und das ist nicht mehr so einfach wie das. Ich zeige einfach heute nur, wie produktiv man ohne irgendetwas ist. Ja. Mhm. Und was ich auch euch sagen kann, das gefällt sehr, sehr vielen Entwicklern. Wenn man TypeScript dazu nehmen, ja, da könnte ich sagen, warum nicht Elm? Das ist ja noch cooler. Und dann irgendwann ist man wieder am Diskutieren, welche Frameworks man benötigt. Okay? Ähnliche Antwort würdet ihr bekommen, wenn ihr mir fragt, warum mache ich Java und nicht Kotlin? Ich sage, ja, weil für mich Java gut genug ist und muss ich nie diskutieren. Ja? Das ist so ein bisschen eine Antwort. Okay. Und noch die andere. Ist ja. Die Add-Click von lit.html oder Vanilla.js? Nein. Vanilla.js. Es ist so, das Click ist von lit.html, aber das kommt von OnClick und das ist MDN Events. Hoffentlich sehen wir das. Event Reference. Und das sind alle Events, die es so gibt. Und wir hatten jetzt Click verwendet. Das Click. Und bei lit.html kann man sich einfacher registrieren. Und die haben so Syntactic Sugar mit dem Add-Click. Add-Context-Menu. Also alles, was hier so dabei steht, könnte ich mit Add verwenden. Also das lit.html hat keine eigene Semantik. Es ist nur ein bisschen Vereinfachung. Okay, dann hat er noch, wenn lit.html, würde das auch ohne Library gehen? Das hast du, glaube ich, beantwortet. Ja, ja. Ohne Library würde das so aussehen. Machen wir das hier. Ohne Library machen wir hier ohne Web-Component. Da wird es Input-Type-Text. Und was ich hier machen kann, ich könnte hier, Moment, dann machen wir das hier irgendwo. Dann müsste ich sowas machen, Document Query Selector, dann Input und dann on Change gleich Console Log I. Das ist ohne lit.html. Genau der gleiche Code.
So, und wenn ich jetzt, der ist, glaube ich, hoffentlich, warte mal, schauen wir mal. Den sehen wir nicht, ne? Also, das wäre jetzt Nolit. So, der jetzt ist Ding. Nolit. So, diese Zeile. Natürlich, ich finde es besser, weil ich klicke hier rein und da bin ich in der Funktion. Und hier ist es ein bisschen umständlicher. Früher habe ich aber so programmiert, ja, bis Lit so richtig kam. So hat bei mir das JavaScript-Code rausgeschaut, aber das ist ausgeschaut, aber das ist nicht so bequem wie das, muss ich zugeben. Okay, danke. Dann ist noch eine Frage von Markus. Ja. Was hältst du von WebAssembly? Und hast du das? Ah, WebAssembly ist ganz andere Geschichte. Super, das kann etwas bringen, ja. Wasm. Was WebAssembly ist, man kann Bytecode direkt im Browser ausführen, das ist absoluter Standard. Und haben wir schon mal sogar was gemacht in einem Projekt, das war Swing nach Webportierung. Die hatten komische Signierung-Algorithmen und die waren in C, die haben wir cross-kompiliert und liefen im Browser. In anderen Projekten waren so Filter für Bilder, die auch erstmal auf dem Server ausgeführt wurden, die konnten nach WebAssembly portieren. Also WebAssembly, super, super hilfreich, wenn der Use Case da ist, ja. Das heißt Wasm, die Frage. Und was WebAssembly ist, ist wie ein Bytecode, der direkt vom Browser ausgeführt wird, hat gar nichts mit JavaScript zu tun und auch gar nichts mit Java. Wasm. WebAssembly, genau. Okay, danke. Cool. Wird überall unterstützt, auch am Webstandard. Aber da wäre komplett anderer Talk. Also mit dem hat das nichts zu tun, weil WebAssembly immer noch nicht auf den DOM zugreifen kann. Also ich kann mit WebAssembly nicht den Browser beeinflussen. Ja? Ich könnte zum Beispiel so Hintergrundprocessing, irgendwas verdichten, JPEG, irgendwie Komprimierung oder sowas, aber ich kann nicht die Oberfläche aufbauen mit WebAssembly. Cool, dann Events without Lit. Okay, so, was... So, Serverzugriff haben wir noch nicht, ne? Stellen wir uns vor, wir müssen jetzt auf den Server zugreifen. Und ich wollte eigentlich Quarku starten, aber versuchen wir ohne. Und das ist jetzt jarc.ch.json. So. Und ich habe hier einen Namen. Name. Und das ist jarc.ch. H. Wie alt seid ihr? Nicht alt, oder? 10 Jahre? 2 Jahre? 20 Jahre? Nee. 20 oder 21, glaube ich. Ja. 21 Jahre, also jung. Genau, 21 Jahre. Wie die meisten in Java entwickelt sind, auch ungefähr 21, die meisten. So, haben wir Age 21, Name und so. Coolness ist natürlich 11. So, jetzt haben wir das. Jetzt wollen wir diese Datei runterladen. Was verwenden. Und was bei mir passiert ist, folgendes, also mit Localhost 3000 ist der Webserver, läuft gerade, also wenn ich das aufrufe, kommt ja erst die Anwendung, aber mit jarc.ch.json müsste ich auf die Datei zugreifen können, wie ihr seht, hat es funktioniert, also ich kann die einfach runterladen hier. Raw. So, wie würde der Code aussehen hier, wenn ich das machen möchte, ohne Frameworks. Und das machen wir mal hier in den Knopf, Save klickt. So, was ich jetzt machen kann, ich kann sagen, Fetch, Teil des der Plattform, jarc.ch.json. So, und das Coole ist jetzt, ich kann sagen, das gesamte Ding ist asynchronus. Das wäre wie in Java at asynchronus, in Java E. Dann await, und was jetzt zurückkommt, ist ein Response. So, und dann das nächste Mal respond JSON und jetzt kriege ich das gleiche als JSON und ich sage, hey, this is this payload. So, click me und das Payload ist da. Und jetzt kann ich sagen, okay, was mich aber alle nur interessiert, ich möchte nur hier haben den Age, Coolness und Name. So, wie geht das? Das geht auch ziemlich cool. Ich kann sagen, das ist mir wurscht, aber ich hätte gerne Name, Coolness und Age. Das heißt Destructuring.
Das bekommen wir in Java auch irgendwann. Name, Coolness und Age. So, und jetzt nimmt ihr das auseinander. So, das ist einfach einzelne Datenfelder. Jetzt könnte ich sagen, ich hätte auch gerne irgendwie Sessions, Next Session. Next Session. Und der Default ist Vadim. So, und das bedeutet, die Next Session ist Vadim. Aber ich könnte sagen, tatsächlich, Next Session ist eigentlich Vadim with Simon Martinelli. So, und wenn ich das mache, dann ist es Simon Martinelli hier. Okay, also ich kann relativ einfach auch komplexere Strukturen auseinandernehmen. Also wenn das jetzt ein komplexes Objekt wäre, geht es auch, also man kann geschachtelte Objekte sehr, sehr einfach auseinandernehmen, ohne irgendein Framework. Habe ich auch schon verschiedenste Framework gesehen, um auf den Backend zuzugreifen, nie verstanden. Das ist auch in allen Servern, in allen Browsern vorhanden. So ein MDN Fetch, wenn man danach sucht, findet man auch. Und ich kann Credentials schicken, ich kann ja, asynchrone API in allen Browsern vorhanden. So, Fragen? Hat keine momentan. Sehr gut. Geht das? So, GCM, das war Fetch with Backend Access. So, haben wir das? Wie viel Zeit haben wir noch? Eigentlich haben wir gesagt, glaube ich, bis 7. Oh, haben wir keine Zeit mehr. Dann, was, stellst Fragen und ich mache, oh, ja, vergessen ein paar Slides, machen wir die Slides noch fertig. Webstandards, was für mich Webstandards bedeutet, ist, egal was in allen Browser läuft, muss es irgendwie nicht zertifiziert sein oder was auch immer. Wichtig, dass alle Browser das unterstützen, weil wenn das der Fall ist, wird es nie wieder verschwinden. Also was ich jetzt machen kann zum Beispiel, das war so früher mein Hack, Marquee, Jack, CH, Rocks. Und das müsste immer noch gehen. Ja, bis wir so nach 7 Zeit hatten, ist kein Problem. So, wie du siehst, Laufschrift, ja. Das wurde irgendwie 1990 oder eingeführt, geht immer noch. Verwendet zwar keiner, aber es funktioniert noch. Also, was in den Browsern drin ist, wird nie wieder entfernt. So, das 95% of Content on MDN, was ich noch vergessen habe zu zeigen, das ist, es gibt noch DevDocs, hoffentlich, ich glaube, wir haben mein Cache geleert, ja. So, DevDocs.io sind alle MDN-Docs. Zum Beispiel hier, könnt ihr nachsuchen. Und das ist genau das, was ich vorher gezeigt habe. Aber offline. Also ich brauche kein Internet, ich kann quasi in JavaDoc offline darauf zugreifen. Oder ich könnte sagen, mich interessiert jetzt, keine Ahnung, Fetch. So, und dann kommt Fetch API. So wie man das Fetch used, ja. Das ist DevDocs.io, auch Webseite. Sowas wie JavaDoc. So, für mich, ich hasse irgendwas zu lernen, was am nächsten Tag verschwindet, ja. Und zum Beispiel, was ich euch heute gezeigt habe, alles, was ich gezeigt habe, das wird die nächsten 15 Jahre so bleiben. Also es ist ja, das wird ja nie wieder verschwinden und das ist auch, was größere Firmen mögen. Sie mögen nicht unbedingt, jemand sagt, Angular. Das Problem mit Angular ist, schade, dass ich jetzt kein Angular-Projekt zeigen darf. Macht mal NPM-Audit in Angular und ihr werdet ja sehr, sehr viele Security-Probleme nach wenigen Wochen schon finden. Das bedeutet, mit Angular ist man eigentlich gezwungen, ständig die Anwendung abzudaten. Und wenn ich meinen Kunden zum Beispiel das zeige, NPM, Angular, Server, da kommt ein Artikel von Angular, wie die Release-Strategie von Angular ist und was die sagen ist, dass die Semantic Versioning, die haben zweimal im Jahr Major-Updates und Major-Updates könnten potenziell Breaking-Changes mit sich bringen. Das bedeutet, ihr müsst einmal im Jahr zumindest updaten und eigentlich öfter. Und
Und wenn ich das nicht tue, ist die Frage, was passiert dann? Und viele nehmen an, dass in Produktion der Code irgendwie nicht funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist. Wo ihr eher Bedenken hätte in solchen Frameworks war, dass der Build nicht mehr geht. So, was ihr wissen müsst, könnt ihr mal ausprobieren und zählen. Installiert mal Angular und zählt mal die JavaScript-Dateien. Das sind zwischen 25.000 und 35.000 JavaScript-Dateien, die für das Build notwendig sind. Was mich so interessiert, was passiert, wenn eine dieser Dateien dann in ein paar Jahren ein Upgrade erfordert und der es nicht mehr gibt und ich kann das Projekt nicht mehr bauen. Ja, dann gibt es keine neue Version in Produktion. So, das ist eher die Gefahr. Also das ist so zu Angular, was man wissen muss, wenn man jetzt um Stabilität. Viele fragen ja, okay, was ist Vue? So, wenn man Vue.js, das ist auch eigentlich, viele stellen die Frage zum ersten Mal hier nicht, weil Vue ist irgendwie zumindest in Deutschland Vue.js GitHub. Relativ bekannt, superlässiges Framework, aber was mich so interessiert ist, Vue.js zum Beispiel, wie viele Kontributoren hier gibt. Und wenn man sich das anschaut, die haben das, man sieht 700 Kontributoren für Vue.js, ist nicht schlecht. Aber wenn man da reinklickt, wird man sehen, dass der Ivan Yao aus New Jersey und China und der Chris Fritz fast alles, die ganze Arbeit machen und die alle anderen machen so ziemlich wenig. Also die 700, weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber ist fast alles leer. Und der kam jetzt vor kurzem dazu, die machen die Hauptarbeit, also vor 2-3 Wochen war noch das Bild, dass der und der Viewboard waren die ersten Plätze und jetzt der macht ein bisschen was und das ist ja auch gut so, aber wenn er so ein großes Projekt nur von einer Person abhängt, aus meiner Sicht ein Risiko. Okay, jetzt sind 2 Personen ist besser. React, deutlich entspannter, weil React kommt ja vom Facebook, aber React ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich heute gezeigt habe. Also wenn man jetzt Web Components mit Lit.html mixt, ist man fast bei React. Okay, weiter. Ja, und keine Migrationen, nur weil sie ein Framework ändert. Und wenn ihr wahrscheinlich wisst, React, Angular, Vue.js, dann, was haben wir noch? Das coole Framework vergessen, aber das war ja eigentlich vergessen. Elm und Ember.js war auch einigermaßen bekannt. Und das letzte ist also ein ziemlich neues Framework. Die sind komplett unterschiedlich. Also die sind in Java, haben wir also gar nicht sowas, sondern Spring und Java sind ähnlich, aber die sind komplett anders. Es ist wirklich schwer, dann von einem Framework das andere zu migrieren. So, ihr habt alles gezeigt, nur Layout haben wir nicht geschafft. Macht nichts. Ich habe in einer anderen Java-User-Group Layout gezeigt, könnt ihr mal anschauen. Also für Layout wollte ich nur dazu sagen, komplett gelöst. Und, eins kann ich noch zeigen, vielleicht. Mir gefällt das hier nicht und ich möchte diesen Knopf hier irgendwie besser aussehen. Da gibt es auch moderne CSS-Frameworks, ohne jetzt Foundation oder Twitter Bootstrap. Und da gehen wir mal hier. Und zum Beispiel ein Framework, ziemlich nettes, ohne JavaScript, nur CSS, heißt Bulma. Bulma.io, wahrscheinlich, ja, alles ist IO. Und ich kann das auch runterladen. Versuchen wir das mal ganz schnell. Copy Link und machen wir das mal. Curl. So, das ist ein bisschen unschön. Ich werde das hier extrahieren. Unzip. Bulma. Und dann in dem Bulma. Wo ist es? Copy Bulma von dem CSS. Und ich hoffe, Bulma CSS. Nehmen wir an, dass das richtig ist. Und dann removen wir das ganze Bulma. Das hier. Und auch das Zip wollen wir nicht haben. Okay, jetzt habe ich die CSS-Datei runtergeladen. Das können wir auch mit NPM installieren. Natürlich, aber passiert im Hintergrund genau das Gleiche. Und ich kopiere das hier rein. Bulma. Und das sieht schon sogar jetzt schon ein bisschen besser aus. Und wenn der Knopf besser aussehen sollte, da kann ich in die Web Component gehen. Oder jetzt nicht mehr, weil die verwendet Shadow DOM. Das würde jetzt keine Auswirkung auf die Komponente haben. Aber sagen wir mal, wenn ich hier einen Knopf hätte, outside, so, da ist dieser Knopf. Und jetzt könnte ich sagen,
Klasse ist Button. So, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Und wenn ich sage jetzt zum Beispiel is warning, so, dann sieht der Button jetzt so aus. Oder is link, da ist, müsste blau sein. So, das ist auch so sehr, sehr viele nette Frameworks, die jetzt absolut kompatibel mit Web-Komponenten sind. Da braucht man jetzt keine JavaScript und das ist eine einzige Datei. Das ist, was mir eigentlich so gefällt. Und zum Layout, da gibt es eigentlich einen Layout-Manager, der heißt Grid Layout. Der ist genial. Vor allem wird es ja so Swing-Entwickler freuen. Das ist sehr, sehr Grid-Back-Layout, sehr, sehr ähnlich. Also man hat einfach eine zweidimensionale Struktur und Flex-Layout ist eindimensional. Wenn man die zwei Layouts kennt, kann man alle Horror-Stories über CSS eigentlich vergessen. Dann funktioniert das ziemlich gut. Okay, da haben wir das. So, da wären wir schon, wenn ihr wollt. Ich habe aus verschiedensten Gründen eine Meetup-Group, AirHacks Meetup. Da kündige ich so freie Events und auch die nächsten Online-Events und Eventbrite. Und der Grund ist, viele Teilnehmer wollten an meinen kommerziellen Workshops mit Kreditkarte zahlen, was ich das nie unterstützt habe. Deswegen über die beiden kann man auch Tickets mit Kreditkarten, PayPal oder was immer zahlen. Aber das betrifft nur das Workshop in 2 Wochen, was eigentlich mit dem, was wir heute gemacht haben, verwandt ist. Wobei, was wir machen werden, wir werden auch Redux verwenden. Was Redux ist vielleicht, hört man ganz oft, das ist einer der trivialsten Frameworks überhaupt. Das ist genau eine Klasse. Was Redux macht, ist ein Singleton. Da gibt es Funktionen, die Reducer heißen. Und was die Reducer tun, ist, sie aus dem Singleton-Zustand erzeugen sie einen neuen Singleton. Das macht ein Reducer. Und es gibt 3 Methoden. Subscribe, da kann man auf Events horchen. GetData heißt es, glaube ich. Da kriegt man den Zustand zurück. Und Action, müssen wir nachschauen. Action, schauen wir mal. Redux.js. Und GetStore. Und ich glaube, das heißt Action. Action ist einfach ein JSON-Objekt, was verschickt wird. Und eine Action kann man dann verschicken mit dieser Methode. Das wird ja gleich Dispatch. Nicht Action, sondern die Methode heißt Dispatch. So, okay. Gibt es noch letzte Fragen? Adam, nein, ist keine Frage mehr gekommen. Ja, cool. Wie viele Teilnehmer hatten wir? Was ich gesehen habe, war so um 80, 82 rum. Super. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass euch auch so ein JavaScript gefällt. Ja, war sehr spannend, super. Dankeschön und können wir jederzeit wiederholen. Wenn ihr was habt, online geht's immer. Ja, machen wir sehr gerne. Dann kommt auch cool. Also, mach's gut. Dankeschön, ciao. Dann noch kurz, wie ihr uns erreichen könnt über Slack. Wir haben einen Slack-Channel, den könnt ihr hier abscannen. Oder dann haben wir auch neu einen YouTube-Channel, wo ihr dann eben diese Online-Talks anhören könnt. Nachher. Unser Talk mit Adam sollte etwa Montag live sein am Abend. Dann sind wir natürlich gerne bereit, wir wären froh, wenn ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr irgendeine Idee habt für einen Talk, dann meldet euch, kommt auf uns zu, einen tollen Speaker gehört habt irgendwo, gibt uns den Tipp, dann schauen wir, dass wir den bei uns aufhaben können. Das wäre super. Unsere nächsten Events. Wie vorher Adam schon gesagt hat, ist der nächste Talk am nächsten Mittwoch von Simon Martinelli. Alle anderen Talks seht ihr dann auf chug.ch, wo wir laufend wieder Updates geben werden. Und dann eben bitte füllt nachher noch das Feedback-Formular aus und bleibt noch 1-2 Sekunden nach der Übertragung drauf, dann werdet ihr automatisch weitergeleitet auf das Feedback-Formular. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Danke euch.